Starten und hier bin ich, ist ja abgefahren. Leute, einmal ganz, ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Markus von Fan for Van und das ist mein erster Livestream. Ich bin mega aufgeregt und das werdet ihr heute auch spüren. Und wenn ich hier schon sehe, wie viele Leute zuschauen, wie viele Leute schon live sind, wie viele Leute mir so nett schreiben, total abgefahren, total irre. Ich bin ehrlich, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich ein Mann bin. Ich bin überhaupt nicht multitasking-fähig. Das bedeutet, ich werde natürlich immer bei den Fragen immer ein bisschen mitlesen bei den Chats, aber in erster Linie möchte ich natürlich gucken, dass wir eine ordentliche Sendung hinbekommen, zusammen mit meinem Gast, den ich euch gleich vorstellen werde. Kurzum, worum geht's heute? Ich habe euch eine kleine Agenda vorbereitet und dafür rutsche ich mal hier rüber, damit ihr das trotzdem noch sehen könnt. Wie fahren wir das Ganze heute hier ab? Ich habe mir überlegt, als erstes erkläre ich euch ganz kurz, warum ich überhaupt heute streame und was bei mir so los ist, was gerade so passiert ist. Das machen wir ganz schnell. Dann stelle ich euch meinen Gast vor, denn heute wollen wir ein bisschen rechtliche Fragen klären. Das ist auch genau das Motto, aber das werdet ihr gleich hören, dass ich so in diesen nächsten Livestream-Sendungen bringen möchte. Danach gehen wir direkt in eure Fragen, denn ihr habt mir vorab schon so viele Fragen gestellt, ihr schreibt mir hier schon sehr viele Fragen rein und da versuchen wir so viel wie möglich mit unserem Rechtsanwalt Tim Gerion zu klären. Und danach hat er noch 4 Tipps für euch vorbereitet und die möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Und bevor wir jetzt lange babbeln, würde ich sagen, fangen wir auch direkt an mit dem ersten Punkt, worum geht es hier überhaupt, warum streame ich? Und das ist ganz klar, ihr habt das alle mitbekommen, das ist dieses kleine verdammte Virus, das uns alle ein bisschen in Schacht hält. Und ganz ehrlich, auch nicht zu emotional zu werden, das setzt auch mir gerade in der aktuellen Situation zu und ich vermute und befürchte ganz viel von euch auch und das ist echt schlimm. Und ich habe mir in der letzten Zeit ganz, ganz viel natürlich dazu angesehen, wie ihr wahrscheinlich auch, und ich habe eins gemerkt, ich werde dadurch verrückt, weil du irgendwie immer mehr Angst bekommst beruflich. Ihr wisst es ja vielleicht, ich bin mit meinem Kumpel zusammen selbstständig. Wir haben eine kleine Firma mit ganz tollen Angestellten. Wir müssen da echt gerade um jeden Platz zittern und müssen kämpfen, dass wir das zusammen machen. Das werden wir auch, wir werden das schaffen, aber es ist gerade echt ätzend. Aber das zermürbt einen natürlich. Und diese ganzen Informationen, die du jeden Tag aufnimmst, die zermürben mich am Ende auch. Jetzt habe ich mir gedacht, naja, ich kann jetzt nicht einfach weiter Videos drehen und fröhlich Tipps geben, was wir denn beim Campen alles so beachten sollen. Und deswegen dachte ich mir, ich mache Livestreams und bringe aktuelle Themen, die für uns gerade interessant sind, wichtig sind, zusammen mit Gästen an euch ran, damit es weiterhin informativ bleibt, aber dass wir hier auch nicht die ganze Zeit über Corona sprechen, dass wir uns nicht die ganze Zeit zuballern mit diesen Informationen. Ich selber für mich habe entschieden, ich gucke mir um 20.15 Uhr die Tagesschau an, informiere mich dort und ansonsten schaue ich, dass ich meine Arbeit mache, weil da knallt es bei mir gerade. Ich habe einen kleinen Sohn zu Hause, der natürlich auch umsorgt sein möchte. Also ich habe da echt sehr viele Herausforderungen und deswegen dachte ich mir, so ein Livestream könnte eine ganz tolle Möglichkeit sein, uns ein bisschen auf der einen Seite zu unterhalten, mal ein bisschen auf andere Gedanken zu bringen, auf der anderen Seite aber vielleicht auch ein bisschen zu helfen bei aktuellen Themen. Ja, und jetzt habe ich so einen kleinen Einspieler für euch mal vorbereitet, damit ihr mal seht, wie ich mein Wochenende verbracht habe und wie das eigentlich dazu gekommen ist. Eins habe ich gemerkt, ich war nur am Fressen, Leute. Ich habe ein mega tolles Rindfleisch bekommen von meinem Metzger Andi. An der Stelle ganz viele Grüße. Wir haben die ganze Zeit nur noch gekocht und nur noch gegessen. Ganz schlimm, wenn man zu Hause ist. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr da alles so macht. Wir haben natürlich Marshmallows gegrillt und dann Samstagmorgen kam das große Dilemma. Ihr werdet es sofort sehen. Mein Schrankbett ist kaputt gegangen, komplett zusammengeklappt, zerstört, kaputt. Und dann habe ich mir gedacht, komm, egal, wir machen was draus. Habe mit meinem Kleinen noch ein paar physikalische Versuche gemacht, weil wir machen ja trotzdem Schule. Und habe dann angefangen, mit ihm zusammen ein kleines Studio aufzubauen, damit wir hier wirklich livestreamen können. Er hat mir da echt riesig geholfen. Hier seht ihr, müssen wir die ganzen Löcher vom Bett. Ich weiß ja nicht, wie es da euch geht, aber ich muss echt sagen, der Schlimmste beim Malen, finde ich, sind die Vorbereitungen. Also eins kann ich euch sagen, Malen ist an mir nicht verloren gegangen. Es macht mir keinen Spaß, ich bin nicht gut drin, aber gut. Es wird schon reichen. Hauptsache, es wird irgendwie weiß. Ja, und dann habe ich mich immer wieder belohnt mit einem schönen Cappuccino, wie ihr es hier seht. Und ich habe selber wieder Brot gebacken, was ich früher immer gemacht habe. Und ja, das ist irgendwas, was man irgendwie, glaube ich, jetzt in diesen Tagen lernt. Man kommt wieder ganz oft
back to the roots und kümmert sich um die Sachen, die einfach wichtig sind. Hätte es aber allerdings beinahe verbrennen lassen, war gerade noch rechtzeitig dran und dann habe ich es genossen, dieses Brot mit einem schönen Aufbaubier. Das war also die Situation. So war mein Wochenende und jetzt wollt ihr natürlich wissen, was habe ich dann daraus gemacht? Und das ist dabei entstanden, das ist jetzt quasi mein Blick zu euch. So sieht es jetzt gerade bei mir aus. Und ich bin noch total überfordert mit diesen ganzen Tasten und mit diesen ganzen Knöpfen, aber ich bin mir sicher, wir kriegen das hin. Servus und guten Abend, Marc, der Christoph, der Camper Tobi, alle sind da. Schön, redet miteinander, habt Spaß, stellt mir Fragen. Denn, und jetzt haben wir ganz lange gebabbelt, wie ich es gesagt habe, wichtig ist mir, dass wir in Zukunft einfach mehr solche Sendungen machen. Es wird morgen auch gleich weitergehen, sogar mit dem Camper Tobi. Zusammen werden wir morgen mal ein paar Themen erörtern, was es gilt, wenn ihr ein Auto bestellt habt, das jetzt nicht ausgeliefert werden kann, wie man da vorgehen kann. Lauter solche Themen, darum wird es morgen gehen. Aber heute, und jetzt kommen wir endlich zum zweiten Punkt meiner Agenda, heute geht es darum, was bedeutet denn diese ganze Situation jetzt für mich rechtlich? Und nachdem ich da überhaupt keine Ahnung habe, und ich da auch ganz viele Fragen von euch bekommen habe, habe ich mir gedacht, hey, da lade ich mir jemanden ein, der uns da helfen kann. Und deswegen stelle ich ihn euch jetzt vor. Mein Gast heute ist der Gerion. Und Gerion, herzlich willkommen. Du bist live bei Fan for Van. Hi Markus, ja, vielen Dank, schön da zu sein. Ich hoffe, dass ich den Leuten, ja, an den Fernsehern kann man nicht mehr sagen, an den iPads, an den PCs ein bisschen helfen kann gleich. Und wir haben uns vorbereitet, das Thema Corona erschlägt uns natürlich auch auf der juristischen Beratungsseite und schauen wir mal, wo die Reise hingeht, ja? Ja, du, erst schon mal ganz herzlichen Dank, dass du dir überhaupt die Zeit nimmst, für uns da zu sein. Das Ganze ist ja unentgeltlich, wobei stimmt nicht ganz, du wolltest erst 5.000 Euro von mir haben, dann habe ich gesagt, habe ich nicht, ich habe zwei Rollen Klopapier, mit denen bist du zufrieden, ne? Ja, das ist, Klopapier ist die neue Währung, ja. Also mein Gott, ja, man muss ja es mit Humor nehmen, ne? Gerion, ja, magst du dich ganz kurz vorstellen bei uns? Was, wer bist ja du? Wo kommst du her? Sehr, sehr gerne. Gerion Gromek, ich bin 46 Jahre alt, Rechtsanwalt, gebürtiger Düsseldorfer. Wir sind ein Familienunternehmen und wir sind spezialisiert im Bereich Zivilrecht und Arbeitsrecht und ja, wir sind nicht so Standard-Schubladenanwälte. Das heißt, wenn ein aktuelles Thema kommt, dann grätschen wir da meistens immer rein und versuchen den Leuten auch zu helfen. Und wir machen das aus Überzeugung, ja? Perfekt, ja, das klingt doch schon mal gut. Und jetzt habe ich dich gleich ganz forsch geduzt. Das machen wir Camper so. Ich hoffe, das ist auch in Ordnung für dich. Das ist okay, Markus, sorry, ja. Aber man muss dazu sagen, wir kennen uns ja auch schon ein bisschen. Verstehe. Aber trotzdem, jetzt bist du so ein Anwalt, sitzt hier ganz schick mit deinem Sakko da, ich sitze hier mit so einem Hoodie da. Wahrscheinlich, wenn du aufstehst, hast du so eine rosa Unterhose an, oder? Das wäre jetzt der Hammer. Deswegen stehen wir nicht auf. Ja, okay, nee, bleib sitzen. Gerion, eine Frage. Warst du schon mal campen? Hast du Erfahrung mit Camping? Oh ja, also ich habe auch schon ein paar Mal gecampt. Ich sag mal so, die Zeiten sind schon ein bisschen länger her, so fast 25 Jahre Studium und sowas, aber ab und zu fahre ich mal auf ein Festival und das letzte Mal war ich mit einem Freund bei Rock am Ring. Da ist natürlich so ein Camper, ja, großer Luxus, ne? Also ja, ich kenne das und ich weiß auch, wenn der Tank leer ist, wo man zur Tankstelle laufen muss, um wieder was zu holen, ja. Perfekt. Du, da wurde mir auch was zugespielt. Guck mal auf dein Handy, da müsstest du das dann sehen können im Livestream. Das ist ja alles immer so ein bisschen verzögert. Ich habe da ein Bild zugespielt bekommen, weil diesen Freund, den du gerade erwähnt hast, den kenne ich ja auch, über den haben wir uns ja auch ehrlicherweise kennengelernt an der Stelle. Tim, herzlichen Dank für dieses Foto. Da sieht man dich jetzt vorm Camper und da sieht man dich ja so ein bisschen im Rockstyle. Gell? Du magst Rockmusik, oder? Möglichkeiten. Also ja, danke dem Foto und danke, dass es nur das ist, ja? Nee, ich hab noch viele weitere Bilder. Okay. Und ich will dich damit natürlich nicht erpressen. Es wird mir nie in den Sinn kommen, dass, nein, ich deinem Anwalt irgendwie blöd komme, aber ganz klar. Klopapier behalten. Genau. Du, jetzt schreiben schon ganz viele Leute ganz viele Fragen und ja, jetzt würde ich auch sagen, wenn du bereit bist, würde ich gleich mal mit den Fragen loslegen, die die Zuschauer so haben, denn darum soll es ja heute gehen. Wir wollen ja ein bisschen Mehrwert bieten. Ist das für dich fein?
Genau, schieß los. Dafür bin ich da. Das macht Spaß und ich hoffe, ich kann euch helfen. Pass auf, ich habe da ein bisschen was vorbereitet. Ich habe hier mal so eine Frage eingeblendet, weil mir haben jetzt im Vorhinein auch schon viele Zuschauer Fragen gestellt und ich kriege sie hier auch parallel und ich versuche das immer so ein bisschen zu verbinden. Die erste Frage kommt von Claudia. Und die, oder Claudi, ja doch, Claudia. Ja, ist auch raffiniert. Claudia sagt: Hallo Markus, wir haben für Ostern einen Campingplatz an der Mosel gebucht. Angenommen, es besteht bis dahin noch Reisebeschränkung, kann ich diesen stornieren und bekomme ich mein ganzes Geld zurück? Wichtigen Punkt, Reisewarnung. Das Auswärtige Amt veröffentlicht täglich ein Status, wie das ist. Wir haben zurzeit eine weltweite Reisewarnung. Wenn es eine Reisewarnung für eine Region gibt, zu der ich hin möchte, fahren will, fliegen will, dann ist das ein wichtiger Grund, der uns dazu berechtigt, in diesem Fall von der Reise zurückzutreten. Jetzt hast du gesagt, das Ganze geht in Deutschland auf dem Campingplatz, weil rein auf deutsches Recht, ja. So, wir fahren also noch in Deutschland mit dem Campingwagen los, haben den Campingplatz gebucht. Ja, das ist eine Reisewarnung. Wir können die Reise, wir dürfen die Reise nicht antreten. Wir haben ja noch viel mehr als eine Reisewarnung, da wollen wir aber nicht drauf eingehen gerade. Also ja, und ich könnte das dann deswegen stornieren und würde mein Geld wiederbekommen in Deutschland. Okay, verstanden. Das bedeutet jetzt, also jetzt nochmal in meinen Worten, Entschuldigung, weil ich bin ja, aber ich, das war ja eh schon super verständlich, vielen Dank, aber ich rekapituliere nochmal und du sagst, ob ich es verstanden habe. Also, die gute Dame hat, die Claudia hat in Deutschland gebucht und auch einen Platz in Deutschland gebucht. Angenommen, es besteht an Ostern noch diese Reisewarnung, ist das eine Reisewarnung? Das ist eine Reisewarnung beim Auswärtigen Amt. Okay. Und die gibt es beim Auswärtigen Amt auch für Deutschland. Jetzt habe ich dich gerade verloren, Gerion. Ja, ich bin schon wieder da. Ja, also wir waren bei der Reisewarnung, die besteht. Das ist eine weltweite Reisewarnung, das schließt natürlich Deutschland mit ein. Ah, okay, verstanden. Ja, sorry, dass ich da immer so blöd nachfrage. Okay, also das habe ich verstanden. Das ist schön, das ist super. Also das bedeutet, die Claudia sollte, aber genau, jetzt ist die in der Situation. Jetzt schauen wir uns die Frage nochmal an. So wie sie das fragt, sagt sie ja, dass sie im Prinzip davon ausgeht, dass diese Reisebeschränkung noch ist, aber sie hat, glaube ich, noch Lust zu fahren. Das heißt, sie wird wahrscheinlich noch warten und wenn sie erfährt, diese Reisebeschränkung oder Reisewarnung besteht noch, dann wird sie stornieren. Wie wäre das denn, wenn sie jetzt stornieren würde? Dann genau auf den Zeitpunkt, wenn die Reise stattfindet. Okay. Ja. Das heißt, eigentlich kann man das erst stornieren in dem Moment, wo die Reise wirklich stattfindet. Denn wir wissen ja nicht, wie es aussieht. Sind wir mal Optimisten, dann sagen wir vielleicht, oh, in 2 Wochen oder so zu Ostern, wenn das 2 Wochen sind, dann geht alles schon wieder. Sind wir ein bisschen Realisten, dann müssen wir sagen, nein, das wird wahrscheinlich nicht klappen, dann könnte ich heute schon kostenlos stornieren, aber diese Stornierung muss halt zeitnah erfolgen. Also es wäre schon gut zu warten mit der Stornierung, bis wir an den Zeitpunkt herankommen, ja. Okay, jetzt habe ich gerade durch einen aufmerksamen Zuschauer erfahren, wenn ich die Frage einblende, dass deine Stimme wieder weg ist. Also werde ich das nicht mehr machen. Ich werde die Frage nur noch einblenden, wenn ich sie vorlese. Vielen Dank für den Hinweis an C87 an der Stelle, damit wir hier keine weiteren Fehler mehr machen. Aber ich glaube, es sind keine gravierenden Informationen verloren gegangen. Ansonsten schreibt mir das einfach nochmal in die Kommentare, dann holen wir das natürlich sehr, sehr gerne nach. Ich habe die Frage hoffentlich nur noch ganz kurz eingeblendet. Wir hören den Anwalt nur, wenn er im Bild ist. Habe ich wieder geregelt. Alles klar, Hannes, vielen Dank. So, jetzt passt auf. Dann würde ich sagen, Gerion, können wir gleich zur nächsten Frage gehen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Pass auf, die zweite Frage kommt von Thor Schlu. Guten Morgen, Markus. Unsere Fähre nach Schweden wurde bereits letztes Jahr gebucht und bezahlt. Nun wurden ja Einreisebeschränkungen für Norwegen erlassen. Kann man die bezahlte Fähre stornieren und den Preis rückerstattet bekommen? Soweit unsere Frage. Ansonsten vielen Dank für deine Weiterhilfe. Super. Hast du die Frage verstanden, Gerion? Habe ich voll verstanden. Ist ein bisschen komplizierter als die erste Frage inhaltlich, weil wir jetzt das deutsche Recht verlassen. Ja? Das heißt erstmal die Frage, wo habe ich die Fähre gebucht? Habe ich die Fähre in Deutschland gebucht? Dann gilt deutsches Recht. Dann kann ich bei einer bestehenden Reisewarnung, und wenn es mir unmöglich ist, zum Ort zu fahren, das hier kostenlos stornieren. Wenn ich das aber jetzt in dem Urlaubsland, wo ich hinfahre,
gebucht habe. Dann müssen wir uns dann mit den jeweiligen europäischen Rechten oder internationalen Rechten auseinandersetzen. Zudem muss es dann ja auch immer noch im Zeitpunkt der Reise die Reisewarnung geben. Und des Weiteren ist halt auch die Frage, das sind jetzt zusammengesetzte Reisen. Das heißt, ich habe ein Wohnmobil, einen Camper, einen eigenen oder gemietet. Alles klar, haben wir besprochen, wenn es in Deutschland ist, was wir machen. Dann fahren wir in die Region. Ja, dann können wir natürlich, wenn das deutsche Recht geltend ist, sofort den Campingplatz stornieren. Ist es in Europa und auch dort die Reise nicht möglich, dann muss man zumindest mal Kontakt aufnehmen mit dem Campingplatz. Aber jetzt ist eine andere Sache. Jetzt haben wir eine einzelne Fähre gebucht. Es ist ja die Frage, die sich stellt, kann ich denn überhaupt die Fähre benutzen? Und das wäre ja theoretisch möglich, wenn die Fähre noch fährt. Also ich müsste bei einer Individualreise alleine dafür sorgen, dass ich zur Fähre komme. Und wenn dann die Fähre fährt, dann hätte die Fähre auch generell den Anspruch darauf, dass die Reise, die gebuchte Reise, die gebuchte Fahrt bezahlt und genutzt wird. Aber da wir ja in einer europäischen Pandemie sind, ist das etwas, was zum Beispiel einfach heute von den Anbietern aus Kulanz geregelt wird, die Deutsche Bahn zum Beispiel. Also wenn ich den Camper jetzt, wenn das überhaupt geht, könnt ihr mir gleich nochmal helfen, ob das geht, wenn ich den Camper auf einen Autozug stellen würde und dann fahre ich an die Ostsee, Nordsee, die ganzen Ferieninseln sind ja gesperrt. Also die Deutsche Bahn hat in dem Zusammenhang mit den Bundesligaspielen, die ausgefallen sind oder verschoben worden sind, allen Fußballfans erlaubt, die Beförderungspreise und die Tickets kostenfrei umzubuchen auf einen anderen Zeitpunkt. Ich nehme an, dass das europaweit dann auch für Fähren und Züge gelten wird und dass das auf die jeweilige Landesregelung ankommt. Okay, ja super, das habe ich verstanden. Nur als Tipp für dich schon mal, bei dem Camper kommt es auf die Höhe an, das ist beim Zug immer ein bisschen schwierig, aber geht theoretisch, weil LKWs fahren ja okay. Auch mit dem Zug, also insofern funktioniert das schon, aber es ist ein bisschen komplizierter. Ich kenne ehrlicherweise keinen Camper, der seinen Camper auf den Zug stellt. Macht ihr das? Schreibt das mal in die Kommentare. Habe ich noch nie drüber nachgedacht, weil das Geile ist ja eigentlich schon das Fahren, aber ich weiß es gar nicht. Ich bin gespannt, was ihr in die Kommentare schreibt. Schreibt das mal rein. Perfekt, vielen Dank. Das führt uns gleich zur nächsten Frage, wenn du bereit bist, Gern. Ja, ich bin bereit. Pass auf. Der Wolfgang hat mich gefragt. Hallo Markus, wir haben Ende Juli ein Wohnmobil bei McRent über einen Händler gemietet. Sollte die jetzige Lage dann noch so angespannt sein, können wir vom Vertrag zurücktreten. Bei McRent steht nichts im Kleingedruckten. Jetzt habe ich, das wird wahrscheinlich jetzt auch wieder in dieselbe Richtung gehen, wie du es jetzt gerade gesagt hast. Ich meine, dass McRent über den Händler hier ein deutscher Anbieter ist. Und das ist übrigens auch eine Frage, die ich hier auch in den Kommentaren ganz oft bekomme, hier auch vom Frank Neugebauer zum Beispiel. Kann man ein Womo zur Miete im Mai zeitnah stornieren, wenn noch Reisebeschränkungen bestehen? Jetzt ist die Frage, nach Hause fahren dürfte ich ja, oder? Sage ich jetzt mal als Laie. Wie sieht es denn damit aus? Das wirkt für mich jetzt sehr komplex. Also die Leute haben Wohnmobil gemietet und wir gehen davon aus, das Ganze ist immer noch unter Reisebeschränkungen. Kann ich dann stornieren? Ja, also wie gesagt, du hast das schon mal mit den Fragen sehr schön aufgebaut, weil wir uns wirklich von der einfachen Frage immer weiter vorarbeiten. Das ist jetzt ein komplexerer Bereich. Wir gehen davon aus, wir haben einen deutschen Mietvertrag, wir haben in Deutschland das Wohnmobil gemietet. Jetzt habe ich ja generell die Möglichkeit, wenn wir die ganzen Sachen wie Ausgangseinschränkungen mal weglegen, ich könnte ja theoretisch alleine mein Wohnmobil abholen und das nutzen, ja. Das heißt, wir haben einen deutschen wirksamen Vertrag zwischen mir und dem Campingvermieter. Also hat er ja erstmal das Anrecht darauf, dass der Vertrag erfüllt wird und dass wir das Wohnmobil auch abholen und nutzen. So, jetzt wird es dann sehr juristisch. Ich versuche das mal ein bisschen schneller zu machen vielleicht, aber wir können dann nochmal drauf eingehen, wenn Nachfragen kommen. Also wir können, das ist Paragraph 313 BGB, Wegfall der Geschäftsgrundlage. Ich miete ja das Wohnmobil zu dem einzigen Zweck, um Urlaub zu machen oder zu einem Festival zu fahren. Ja, das ist ja auch Urlaub. Ja, du wieder, du denkst wieder nur ans Feiern. Genau, ja, das fällt ja auch. Rock am Ring, alles wird ja wegfallen wahrscheinlich jetzt in den nächsten Monaten. Da brauchen wir uns ja relativ wenig vormachen. So, das bedeutet 313 BGB, Wegfall der Geschäftsgrundlage. Ich als Mieter denke drüber nach, verdammt,
ich kann doch das Wohnmobil heute gar nicht nutzen, weil das Festival in der Eifel ausfällt oder in Nürnberg, das Schwesterfestival, was mache ich denn dann? Und dann ist die erste Möglichkeit, können wir den Vertrag anpassen. Das heißt, es soll für beide Seiten möglichst wenig Schaden entstehen. Also der Vermieter hätte gerne sein Geld und der Camper soll das Wohnmobil nutzen. Also ist die Frage, können wir diese Mietzeit nach hinten verlagern, wenn die Corona-Krise vorbei ist? Das wäre eine Vertragsanpassung. Das ist das mildeste Mittel. So, wenn das jetzt nicht möglich ist, weil wir natürlich auch wissen, dass das wahrscheinlich die Camper dann im Winter und Herbst auch schon weiter vermietet sind, dass das die Mietcamper schon durchgebucht sind, dann kann ich nicht verschieben. Dann müsste ich einen nächsten Paragraphen aus dem BGB zaubern, 346, das ist der Rücktritt. Und dann könnte ich vom Vertrag zurücktreten. Aber da ich ja rein hypothetisch eben das Wohnmobil abholen und mir in den Garten stellen könnte, haben wir jetzt das Problem Nutzungsentschädigung und Wertersatz. Das heißt, ich muss dem Vermieter sozusagen das ersetzen, was er verliert, dadurch, dass ich das nicht mehr abhole. Das heißt, unterm Strich zahle ich meine Miete, aber der Händler bekommt etwas weniger, als wenn er das gemietet hätte. Das heißt, die ersparten Aufwendungen, die der Händler hatte, also uns das Auto übergeben, vielleicht den Wagen nochmal zu tanken, die Reinigung durchzuführen, die Abnutzung, das alles würde aus dem Mietvertrag rausgerechnet werden. Aber nochmal zusammenfassend, wenn wir den Vertrag, den wirksamen deutschen Vertrag, nicht verschieben können in eine andere Zeitzone, wo ich es wieder nutzen kann, dann können wir zwar zurücktreten, werden aber eine Entschädigungsleistung zahlen müssen an den Vermieter. Also das ist ja wirklich sehr komplex. Das bedeutet jetzt nochmal zusammengefasst, oder jetzt mal in meinen Worten, eigentlich schaue ich da blöd aus der Wäsche, weil das ist nicht das Problem des Vermieters, dass ich damit nicht in den Urlaub fahren kann, wie es geplant ist. Also jetzt mal angenommen, ich habe das jetzt für August, sagen wir mal, gebucht, für meinen Familienurlaub, will nach Italien und ich darf immer noch nicht nach Italien fahren. Dann sagt der Wohnmobilvermieter, hey, sorry, ist nicht mein Problem, was man ja auch nachvollziehen kann. Und dann bleibe ich da eigentlich auf den meisten Kosten sitzen. Jetzt hat mir ein Zuschauer eine sehr interessante Frage geschrieben. Wo habe ich sie? Einmal nur umbuchen oder Geld zurück, darauf kommen wir gleich nochmal. Ja, genau. Greift dann eine Wohnmobilreiserücktrittsversicherung, schreibt ja jemand. Weiß ich nicht, das ist wahrscheinlich auch recht schwierig. Ne? Kannst du sowas auf Anhieb beantworten? Das kann ich auf Anhieb beantworten. Nochmal, warum ich das kann, weil wir natürlich uns mit dem Thema sehr intensiv beschäftigt haben. Wir haben in den letzten 10 Tagen über unser Profil bei LinkedIn, glaube ich, 6, 7 Artikel zum Corona-Virus und den Auswirkungen verbreitet. Dazu gehörte auch schon Reiserecht. Also nochmal, ja, das ist sicherlich eine Option, die theoretisch möglich ist, aber da müssen wir dann wirklich den Einzelfall prüfen, weil dann geht es in die AGB, die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Versicherung. Und hier kommt das Problem, was wir mit allen Reisen gerade haben. Die WHO hat diese Corona-Krise als Pandemie ausgeschrieben, also eine weltweite Epidemie. Und die meisten Versicherer, Reiseunternehmen, wie zum Beispiel die Lufthansa, die haben alle Pandemieausschlüsse. Das heißt, wir kommen da nicht zurück. Dann haben wir sogar ein Problem mit der Reiserücktrittsversicherung. Das heißt, die helfen uns nicht. Und auch nochmal zum Eingang deiner Frage. Ich habe mir im August das Wohnmobil reserviert, um nach Italien zu fahren. Und das geht jetzt nicht. Das kann und darf den Vermieter ja auch wirklich nicht interessieren, weil er dann ja vielleicht selber in die Insolvenz rutschen könnte. Mhm. Und wir nächsten Jahr dann kein Wohnmobil mehr bei mieten. Also, wenn wir nicht nach Italien fahren können, dann müssen wir einen sauren Apfel beißen und naja, vielleicht ist es an der Nordsee dann schon wieder möglich. Also, das ist nochmal der Punkt. Wir müssen flexibel sein in diesen Zeiten und eher mit Umbuchungen und Umstrukturierung der eigenen Reisepläne arbeiten. Also zu sagen, wir waren nach Italien, das ist sicherlich
kein Grund, um zurückzutreten. Ja, ist eigentlich auch noch ein sehr schöner Punkt, den du da sagst. Wir reden ja jetzt sehr sachlich über das Recht und so weiter, aber es sind natürlich, genauso wie vielleicht der ein oder andere von uns jetzt in der Situation sehr betroffen ist, sind das natürlich auch für die Plätze herbe Niederschläge und genauso auch für die Vermietungen. Weil das geht ja auch um deren Existenz, ne? Und deswegen, es hat mich vorher nämlich ein Zuschauer gefragt, jetzt finde ich es gerade noch nicht mehr, aber er hat gefragt, ob es dann nur umbuchen geht oder auch Geld zurück. Also ich habe verstanden, rechtlich ist alles, was ich jetzt an Campingplatz zum Beispiel in Deutschland gebucht habe und es ist verboten hinzufahren oder er muss geschlossen sein, dann kriege ich mein Geld zurück, rein rechtlich. Genau. Aber wenn wir eigentlich ehrlich sind, sollte man erstmal mit den Jungs reden und sagen, hey, vielleicht kann ich es doch umbuchen. Vielleicht gilt es dann ein, zwei Jahre, wenn ich mich mit dem Campingplatz einige, um dem Campingplatz jetzt nicht auch noch ordentlich zu schaden. Weil ich meine, denen entgehen ja jetzt nicht nur die Platzgebühren, sondern auch die ganzen Umsätze, die man dann vor Ort auch noch macht. Ne? Das ist natürlich schon tragisch. Ja, ich will da den Tipps nicht vorgreifen, die da kommen, aber einer meiner Erfahrungen aus den letzten Wochen ist gerade, was jetzt angeht, sie haben ja in der Dachregion Deutschland, Österreich, Schweiz die Skisaison vorzeitig beenden müssen und sehr viele Gastronomen haben die Reservierungen, die jetzt für Ostern bestehen, einfach nach Ostern 2021 verlegt. Wie gesagt, es ist natürlich schlimm, wenn wir als Bürger auf dem Geld sitzen bleiben, aber wenn alle Hotels, Restaurants, Skiverleiher in die Insolvenz rutschen, auch das hilft ja auch keinem. Also wir werden da sicherlich eine große politische Lösung irgendwann finden müssen, ja. Ja, man kann sich sehr schön reden und kann sagen, man ist quasi damit Investor eines Campingplatzes, zumindest für ein, zwei Wochen, je nachdem, wie lange man ihn gebucht hat. Okay, super. Wir haben hier noch eine Frage von Mücke71. Wir haben für Mai einen Campingplatz angemietet. Erste Anzahlung ist bereits erfolgt. Die Restzahlung steht noch aus. Ist es ratsam, die Restzahlung zu leisten? Dann habe ich gerade gefragt, wo ist der Campingplatz? Der ist in den Niederlanden. Das bedeutet, da greift auch wieder kein deutsches Recht. Muss man dann nach Landesrecht gucken, richtig? Habe ich das vorher richtig verstanden? Ja, genau. Also kann ich vom Landesrecht nicht viel zu sagen. Auf der anderen Seite trotzdem, wenn der holländische Campingplatz etwas von uns möchte, ja, dann muss er uns in Deutschland verklagen. Ja, das heißt, da muss er ja bei uns klagen, damit er das Geld kriegt. Er kann uns in Holland verklagen, aber da wird wahrscheinlich keiner von uns dann hingehen. Also harte Aussage als Anwalt hier nochmal so vor deinem Publikum. Es ist immer besser, man behält etwas zurück, als was man es hergibt. Weil wenn wir das Geld ins Ausland überweisen, dann müssen wir in der Region klagen, wenn wir es wieder wollen. Also in Holland, Spanien, Italien. Ah, okay. Aber wie gesagt, ist schon sehr speziell, ist schon prozesstaktisch eigentlich. Ja, verstehe. Ja. Also ich hoffe, Mücke71, dass wir damit ein bisschen auf deine Frage eingehen konnten. Ich würde jetzt mal in die nächste Frage überspringen, wenn das für dich okay ist. Jetzt sind wir bei Frage 4. Ja. Hast du aufgepasst? Ja, ich probiere es mal, dass ich den richtigen Knopf drücke, weißt du? Warte mal. Ja, ich habe den richtigen Knopf gedrückt, hervorragend. Vanlove schreibt, das ist aber auch, ist mir vorher gar nicht aufgefallen bei dem Namen. Vanlove schreibt, hi Markus, ich lebe und arbeite zusammen mit meinem Hund im Van. Da nun fast alle Plätze in Deutschland dicht machen, weiß ich nicht mehr wohin. Was kann mir Gerion raten? Danke euch vorab, tolles Format und liebe Grüße. Ja, das ist natürlich auch eine spannende Frage, an die sollte man natürlich auch denken. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, Gerhard, aber es gibt natürlich wirklich viele Vanlifer, die wirklich im Van leben. Ja. Und jetzt machen ganz viele Stellplätze und Campingplätze dicht. Es gibt ein paar Stellplätze, da habe ich irgendwas gehört, man kann stehen bleiben, wenn man, wer weiß kann, dass man dort arbeitet, schieß mich tot. Kannst du dazu was sagen? Ja, also sehr, sehr wichtiges Thema, weil es ja bei diesen Betroffenen gar nicht mehr um Urlauber geht, sondern um Menschen, die ihren Wohnsitz da haben. Ja, also da müssen wir wirklich dann differenzieren. Wenn der Camper auf dem Campingplatz wohnt und dort seinen dauerhaften Wohnsitz hat und dort gemeldet ist, dann darf er aus meiner Sicht dort wohnen bleiben, weil er ist dort gemeldet und es sind ja alle Reisen eben mit der Reisewarnung betroffen. Das Wegziehen von seinem Wohnsitz ist ja keine Reise. Wo soll er denn hin? Also entweder darf er dort bleiben oder wenn die Behörden sagen, aus welchen Gründen auch immer,
Du kannst dort nicht. Dann muss auch lokal vor Ort eine Lösung gefunden werden. Ich kann nicht den, ich nenne das mal den Dauercamper, ich kann den nicht einfach aus seinem Heim rausreißen und dann sagen, aber du darfst jetzt hier in Schleswig-Holstein gar nicht mehr stehen. Du musst dann dahin gehen, wo dein Wohnmobil vielleicht mal herkam, gemeldet war. Das geht nicht. Also wenn ich da meinen dauerhaften Wohnsitz habe, dann darf ich da auch weiterhaft wohnen, ist meine Einschätzung zu dem Thema. Verstanden, vielen Dank. Ich wende mich jetzt ganz kurz an den Mike. Der hat mir geschrieben, dass mein Mikro dröhnt, wenn ich an der Tastatur schreibe. Dann unterlasse ich das jetzt. Ich werde das zukünftig anders positionieren. Vielen Dank für den Hinweis, echt toll. Leute, das ist mein erster Livestream. Ich habe keine Ahnung. Also insofern ist das ganze Feedback echt hervorragend für mich. Und am Ende natürlich auch für den Gerion, weil wir wollen ja beide, du hast vorher gesagt, für deine Zuschauer, Gerion, heute sind das unsere Zuschauer. Da ist es ja wichtig, dass das alles funktioniert. Ich höre auch nichts. Ich höre nichts. Alles gut, Markus? Doch, also Ton ist da, glaube ich. Das müsste alles funktionieren. Ich hoffe, das funktioniert. Ich kontrolliere das nochmal schnell nebenbei. Und am Ende natürlich auch. Doch, also ich habe hier Ton. Ich hoffe, das funktioniert alles. Also, pass auf. Dann haben wir die nächste Frage. Vom Rudi. Guten Abend, Markus. Vielen Dank für deine neue Art, Infos zu senden. Toll. Dabei gleich eine Frage. Ich bin aktuell noch in Spanien, weil wir hier immer gerne überwintern. Nun müssen langsam alle Plätze hier schließen. Wie soll und muss ich mich richtig verhalten? Ich weiß nicht, ob ich mich zu Hause wohler fühle wahrscheinlich, als hier abgeschottet in meinem Camper. Sonnige Grüße und bleibt alle gesund, der Rudi. Ja, also auch ganz klare Antwort. Das ist quasi wie die Frage zuvor mit dem Dauercamper in Deutschland, nur quasi umgedreht. Jetzt sind wir im Ausland. Das heißt, erstmal greifen ausländischen Gesetze und Regelungen rein. Dort gibt es Ordnungsbehörden. Die Ordnungsbehörde ist dafür zuständig, dass Recht und Ordnung und Sicherheit hergestellt wird. In Deutschland ist das meistens die Polizei. Das gibt es auch in Italien und Spanien. So, in Italien und Spanien ist jetzt eigentlich für alle Bewohner eine Ausgangssperre verhängt worden. Das heißt, wenn ich das einfach mal versuche mit europäischem Recht, dann dürften die Camper eigentlich gar nicht wegfahren. Ja, das heißt, sie müssten dort bleiben. Dann ist aber die Frage, ob das auch wirklich so umgesetzt wird. Wenn jetzt die italienische oder spanische Ordnungsbehörde, also sprich die Polizei, sagt, du bist zwar Europäer, aber du bist Urlauber und zu Gast auf diesem Campingplatz, dann könnte es schon passieren, dass man einen Platzverweis kriegt und zurück nach Deutschland fahren müsste. Weil Hintergrund der Geschichte ist natürlich ein nationales Interesse. Je weniger Gäste ich im Land habe, desto weniger Intensivkapazitäten würde ich im Krankenhaus im Zweifelfall buchen. Ja. Also das wird eine Einzelfallentscheidung werden. Beides ist möglich. Ich kann dort bleiben, wenn es geduldet wird von den Ordnungsbehörden. Ich kann aber auch wirksam des Platzes verwiesen werden und müsste dann zurückkehren. Also so wie es wirkt, machen da wirklich sehr viele Plätze zu. Und das bedeutet, dann ist trotz der Reisebeschränkung es erlaubt, dass ich nach Hause fahre. Ich glaube, das ist... Du darfst immer zu Hause, nach Hause zurückkommen. Okay. Also nochmal, das ist etwas, was hat nichts mit Reisen zu tun. Die Bundesrepublik, habe ich heute nochmal gelesen, holt zurzeit immer noch 150.000 Urlauber aus allen Herren Ländern zurück. Das Recht nach Hause, auch für Expats, also Menschen, die im Auftrag von ihrem Unternehmen im Ausland arbeiten, das Recht nach Hause zurückzukommen nach Deutschland, das besteht immer. Wir sind deutsche Staatsbürger, jeder hat den Anspruch, zurückzukommen und hier dann auch, wenn es dann soweit wäre, im Zweifelsfall behandelt. Also zu Mutti dürfen wir immer, das ist doch schon mal schön. Ja. Ich habe jetzt hier auch gerade wieder gelesen, also Ton funktioniert. Ganz schöne Grüße an den Christoph, der schreibt auch, in der Schweiz hat es Ton. Das freut mich sehr an der Stelle, ganz liebe Grüße in die Schweiz. Freut mich, dass ihr auch alle zuschaut. Echt richtig klasse. Das bedeutet, wir würden jetzt mal zur sechsten und dann bald auch schon letzten Frage kommen. Wir haben jetzt dann gleich 45 Minuten. Wir überstrapazieren dich und die Zuschauer alle. Ich würde mal die sechste Frage einstreuen. Malitali,
Haie 2. Nach der aktuellen Rechtslage dürfte man aus seiner Stadtwohnung mit dem Camper aufs Land fahren und dort auf einem privaten Platz, Bauernhof oder Freunde etc. verweilen. Danke für eine Info und bleibt weiterhin so fröhlich. Das machen wir doch auf alle Fälle. Das ist übrigens auch eine Frage von der Angelika, die sie hier in den Chat geschrieben hat. Ich suche das gerade nochmal. Die Angelika schreibt, kann ich mit meinem eigenen Wohnmobil in Deutschland umherfahren und Urlaub machen? Gerion, darf ich das? Ja, da werden wir quasi überholt von den Aktualitäten. Ich hätte dir bis letzte Woche Donnerstag, Freitag noch eine andere Antwort gegeben als heute. Wir haben ja die Bundeskanzlerin gehört am Sonntag. Also wir haben sozusagen ein Kontaktverbot. Und einige Bundesländer haben auch die Ausgangsfreiheit eingeschränkt. Ja, so. Zudem wird aktiv aufgefordert, dass jede Reisetätigkeit, wenn nicht unbedingt notwendig, eingeschränkt wird. Das bedeutet, ich würde niemanden dazu raten, eine größere Reise im Wohnmobil anzutreten zurzeit. Ja? Wenn ich ein Wohnmobil habe und ich bin in meiner Stadtwohnung, ich sag mal, ich bin in Köln in der Stadtwohnung und möchte rausfahren, 30 Kilometer ins Grüne oder sowas, ja, da habe ich dann vielleicht ein Grundstück und irgendwas dabei, was der Camper braucht, Strom, Wasser, ja, das ist möglich, das kann ich sicherlich machen, das kann mir aus meiner Sicht, das geht in unsere Grundrechte, das kann mir niemand verhindern. Aber wenn ich jetzt der gleiche Camper bin, ich wohne in Köln und sage, oh, ganz schlechte Zahlen, Infektion, ich habe Angst um meine Familie, ja, wir machen jetzt einen Kurzurlaub und fahren 3 Wochen in Selbstquarantäne nach Bayern. Das würde ich extremst abraten zurzeit von, weil Bayern eben im Gegensatz zu der Mehrheit der Bundesländer eine Ausgangseinschränkung, eine Bewegungseinschränkung gemacht hat. Und das würde ich nicht machen. Also wie gesagt, ist das eine kurze Fahrt, sagen wir 30, 40 Kilometer auf ein privates Grundstück von Freunden oder sowas, könnte ich das argumentieren. Aber so wie es wirklich ist, es klingt gerade für Camper wahrscheinlich extrem hart, aber ich mache es mal Englisch, dann ist es nicht so brutal wie auf Deutsch. Ja, stay home, stay safe. Es ist schwierig zurzeit einfach, wirklich schwierig. Rechtlich ist einiges möglich, aber wie gesagt, die Regierungen, die Ordnungsbehörden können diese jetzig auferlegten Beschränkungen jederzeit verschärfen und wir haben es in der Hand, das zu verhindern eigentlich, indem wir versuchen, alles zu tun, um die Epidemie nicht schneller sich verbreiten zu lassen. Also ich glaube generell kann man das ja nochmal ansagen. Ich meine, deswegen mache ich ja auch genau dieses Format. Ihr seht es ja, ich sitze nicht im Camper. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Ansage. Wir kriegen das von allen Ecken und Enden. Bleib zu Hause. Und du sagst es richtig, Gerion. Das ist natürlich für einen Camper ganz, ganz schwierig, weil das sind ja diese freiheitsliebenden Leute. Und das ist für uns gerade echt eine harte Zeit. Also mir geht es da nicht anders, will ich ganz offen sein. Aber ich glaube, das müssen wir jetzt durchziehen und da müssen wir jetzt alle zusammenhalten. Und es wird übrigens auch ein Thema sein, das ich hier in diesem Format auch mal bringe, was man denn alles so anstellen kann mit seinem Camper, wenn er vor der Haustüre steht, was man da in der Zwischenzeit alles machen kann, bis es wieder losgeht. Also das werden auch Themen sein, die in den nächsten Tagen folgen und dann können wir uns so vielleicht die Zeit ein bisschen vertreiben. Aber es ist dann absolut okay, wenn ich in meinem Camper vor der Haustüre übernachte. Das können wir ja machen. Ja, da sehe ich. Das ist kein Problem. Ist okay. Du kannst auch Rockmusik laut hören und Bierchen. Perfekt, singen. Dann machen wir wenigstens das. Ich sag's dir ganz ehrlich, mit meinem kleinen Sohn ist es wirklich so, wenn ich nur vor der Haustür im Camper übernachte, ist das für den schon ein Abenteuer. Also insofern werden wir auch das machen. Pass auf, Gerhard. Ich habe jetzt hier einen Zuschauer gehabt, der Klaus, der hat geschrieben. Der Konrad hat geschrieben, 45 Minuten sind für ein so wichtiges Thema zu kurz. Von seiner Seite dürften wir also weitermachen. Dürfen wir noch 2, 3 Fragen machen und dich weiter belasten? Ich habe die Zeit nur für euch, für die Camper und für dich, lieber Markus, reserviert. Also bei uns, die Familie ist schon in Schlafquarantäne, die pennen alle. Echt? Also ich habe Zeit, bin durchziehen. Die gucken nicht den Papa glücklich an und die bejubeln ihn unten auf dem Fernseher. Ich habe es meiner 8-jährigen Tochter erzählt, dass der Papa heute Abend live bei YouTube ist. Also das war ein Blick, den habe ich in 8 Jahren noch nicht gehabt, weil meine Tochter begeisterte YouTuberin zum Schauen ist und das hat sie nicht geglaubt, dass der Papa, der dann doch viel älter ist als sie, jetzt in so ein modernes Medium geht. Morgen früh wird es Homeschooling geben, der Papa Markus bei YouTube. Perfekt, ja. Du, das finde ich super und ich glaube, sie wird
sie wird mich bejahen, wenn ich sage, du passt perfekt in dieses Format. Also ich finde das ganz, ganz klasse. Schön. Und es, glaube ich, hilft uns extrem. Man sieht es auch, was die Leute schreiben. Ich habe hier noch eine Sache gelesen vom Klaus. Den habe ich vorher verwechselt. Entschuldigung, Klaus. Der hat nämlich geschrieben, die Camper, die einen Dauercampingplatz haben und angemeldet sind, müssen den Platz nicht verlassen. Das kannst du nix schon bejahen. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, den man an der Stelle nochmal sagen muss, ne? Genau, ich glaube, das haben wir vor 10 Minuten schon mal gemacht. Also wie gesagt, ist das mein Erstwohnsitz und bin ich dort gemeldet, dann nach meiner Meinung darf ich auf dem Campingplatz mit meinem Auto, bei meinem Wohnmobil Camper stehen bleiben. Mhm. Ja. Ja, die Frage wird halt sein, aber das ist jetzt auch keine rechtliche Frage, wird der Campingplatz dann trotzdem noch die Sanitärgebäude offen haben? Wie handhabt er das dort? Das ist halt alles sehr schwierig. Die Frage kann ich dir ja trotzdem rechtlich beantworten. Es sind alle Gastronomie-Hotels für die Öffentlichkeit geschlossen werden. Du wirst dann deine, wie nennt man das bei euch, Plastiktoilette zu Hause im Camper benutzen müssen. Also die Camping-Facilities, die werden meiner Meinung nach runtergefahren. Da gibt es ja auch keinen, der dann dort arbeitet und das bedienen kann und soll, eben um die Ansteckung zu verhindern, dieses Social Distancing. Also das wird es nicht geben. Du kannst deinen Camper da stehen lassen, Strom kriegst wahrscheinlich auch noch, aber das war's dann. Den Rest musst du selber dich drum kümmern und versorgen. Okay. Ja, ist aber auch ein ganz guter Punkt. Also insofern darf ich stehen bleiben, aber ich habe nichts dort. Ne? Das ist natürlich auch schwierig. Ich hoffe, dass es nicht zu viele Leute betrifft, ganz ehrlich. Schreibt es einfach unten rein. Und dann schauen wir mal, wie wir uns drum kümmern können. Ist vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Punkt, Gern. Wie sieht das denn aus? Wir können ja jetzt hier Themen, ich sag mal, eher oberflächlich bearbeiten. Ich hoffe trotzdem, dass wir da ganz viel helfen draußen und dass die Leute schon mal eine Idee davon bekommen oder schon mal ein bisschen eine Handhabe haben. Ich werde natürlich anschließend in der Beschreibung unter dem Video auch nochmal auf deine Webseite verlinken. Dürfte ich die Leute frecherweise an dich verweisen oder ihr schreibt mir Fragen und ich leite die weiter, versucht die vielleicht zu bündeln. Darf ich deinen Namen dann ganz groß erwähnen und Leute können auf dich zukommen? Ich weiß, ihr habt extrem viel Arbeit wahrscheinlich, aber ihr würdet euch bemühen wahrscheinlich, ne? Ja, wir sind ein Familienunternehmen, wir machen das, weil es uns ein Anliegen ist. Wir versuchen, so viel wie möglich zu bearbeiten. Es darf natürlich unsere Haupttätigkeiten nicht beeinträchtigen, aber wie gesagt, ich arbeite eigentlich 24/7 und gerade in der Situation, es hilft ja nur, wenn wir alle zusammenstehen und wie gesagt, die Leute können sich melden. Wir versuchen abzuarbeiten, was wir abarbeiten können, ja. Wow, das finde ich ganz klasse, dann würde ich vielleicht sogar noch eine Klopapierrolle oben drauflegen. Oder ein Foto weniger von mir, ja. Ja, genau. Ne, noch habe ich ja nur überhaupt keins ziehen müssen, ne? Nein, keine Angst, der Tim hat mir nur ganz tolle Fotos geschickt. Bei dem anderen bin ich mir nur nicht sicher, ob ich das live bringen kann, weil Tims Frau drauf ist, deswegen war ich mir nicht sicher. Aber da war, ich weiß nicht, ob das Rock am Ring war, aber wo ihr da wart, aber da sitzt ihr schön an einem See und da bist du, sieht man dich mit einem Bierchen gehen. Du trinkst also auch Alkohol. Ja, das weiß ich. Ich weiß, wo das ist. Das war ein Kurzurlaub in Bayern am Wörthsee war das. Nee, also darf man auch so Sprüche machen unter Campern? Also wenn wir zu Rock am Ring gehen, dann waren da immer nur Jungs im Camper. Ja, also das ist dann schon so. Zumindest sind nur Jungs hingefahren zu Rock am Ring. Ja. Okay, und mehr bringen wir jetzt nicht mehr. Ne? Pass auf, weil dann werden wir gleich nochmal kurz sachlich, wenn du die Zeit noch hast. Ich habe hier noch eine Frage von Peter. Pass auf, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die schon hatte. Wird die Anzahl bei einer die Anzahlung bei einer Stornierung angerechnet oder muss man die Stornogebühren zusätzlich zu der Anzahlung leisten? Wenn man, warte mal, ich habe es jetzt noch nicht ganz verstanden. Wird die Anzahlung bei einer Stornierung angerechnet? Ach so, okay, also als, okay, ich glaube, ich weiß, was er meint. Ansonsten muss sich, warte, jetzt geht es wieder recht schnell, sonst muss sich der Peter nochmal melden, wenn ich das jetzt falsch verstehe. Ich glaube, der Peter meint, wenn ich eine Anzahlung gemacht habe für einen Campingplatz und angenommen, ich muss den stornieren und muss Stornogebühren bezahlen, weil ich darf wieder reisen, aber ich fühle mich einfach nicht wohl, dahin zu fahren. Das wird ja auch ganz vielen wahrscheinlich so gehen, dass die sagen, okay, ich weiß recht, ich muss ich meine Storno bezahlen. Und dann fragt er, ob die Anzahlung auch schon in die Stornogebühr mit einfließt. Aber ich vermute mal ja, oder? Weil es geht ja immer auf die gesamte Anzahlung. Das sind ja nur, wo das Geld herkommt, ist egal. Das ist quasi, die Anzahlung ist wie eine Kaution. Also wenn dann Stornokosten anfallen, dann wird das mit der Anzahlung praktisch verrechnet. Okay, perfekt. Ja, praktisch. Nicht juristisch, aber praktisch. Okay. Ja. Also Peter, ich hoffe, ich habe das richtig verstanden. Wenn nicht, dann schreib uns bitte nochmal, dann können wir da nochmal genauer drauf eingehen.
Das Verbot sämtlicher Versammlungen in den Niederlanden gilt jetzt bis Anfang Juni. Bei Nichteinhaltung droht Ministerpräsident Rutte mit Ausgangssperren. Okay. Ich lese noch mal kurz durch, ob wir noch irgendwas haben, was wir unbedingt noch mitnehmen müssen. Mein Gott, aber eigentlich auch toll. Die Regina schreibt, dass sie ihre Holland-Tour abbrechen musste, aber dafür baut sie jetzt ihre Vorrangschaltung, Landeim, Wechselrichter, Strom und so weiter. Also insofern, da fallen euch schon gute Ideen ein da draußen, sehr gut. Also, es liegt jetzt an euch. Wenn ihr noch Fragen habt, dann ballert die noch da rein. Ansonsten würde ich dann langsam zu den Tipps übergehen, die Gerion uns nochmal präsentieren wollte, um die ich ihn gebeten habe, wenn man ganz ehrlich ist. Da kommt noch was von Uwe und Ela. Was passiert, wenn man in Deutschland gebucht hat, Reisewarnung besteht, aber der Campingplatzinhaber die Anzahlung einfach nicht zurückzahlt? Welches Recht gilt dann? Dasselbe Recht, er muss das Geld rechtlich zurückzahlen, ja, ne? Genau, das ganz einfach, das ist sozusagen die Lieblingsantwort, dann kommt ihr zum Anwalt und wir kümmern uns darum. Also nochmal, hast du einen deutschen Vertrag mit einem deutschen Reiseunternehmen und du hast sonst wohin gebucht, dann zählt deutsches Recht, weil du einen deutschen Vertrag mit einem deutschen Reiseunternehmen hast. Und die holen sich das Geld dann wieder, egal wo du hin gebucht hast. Deutsches Recht. Du kriegst dein Geld wieder, du kannst kostenlos stornieren, solange die Reisewarnung für deine Region gilt. Okay. Jetzt kommt hier noch was sehr, sehr Cooles, weil wir haben jetzt immer nur über Stornierungen von Fähren und so weiter gesprochen. Hier schreibt der Thomas noch, hallo Markus, kann ich, wenn mein Händler sich in nächster Zeit meldet, das Fahrzeug überführen oder geht das nicht? Also überführen bedeutet, also der Thomas hat offensichtlich ein Fahrzeug gekauft und er hofft, dass der Händler das jetzt bald hat. Darf er das denn überhaupt abholen jetzt zu der Zeit? Ich vermute mal, dass so ist es oft bei uns Campern, dass du das nicht beim Händler um die Ecke holst, sondern dass es weiter weg ist. Weil er schreibt, der Händler, wenn er weiterarbeitet, muss er auch von was leben. Ist eigentlich auch ein sehr guter Punkt, habe ich auch noch gar nicht dran gedacht. Jetzt mal angenommen, ich habe mein Wohnmobil, ich bin jetzt hier in München und ich habe mein Wohnmobil in Hannover gekauft. Ginge das, dass ich das dort abhole beim Händler? Ja, also München ist immer ein sehr schönes Beispiel zurzeit, weil wir halt diese Ausgangsbeschränkungen haben. Aber nochmal, du darfst natürlich auch in München zur Arbeit gehen, wenn das erforderlich ist. Und du darfst natürlich auch einkaufen gehen, um deine Lebensmittel zu versorgen. Also alles, was wichtig ist. So, jetzt hast du ein Wohnmobil in Hannover stehen und das soll natürlich nach München, weil Hannover ist weit weg. Und was gehört, kommt dazu? Standgebühr fällt mir spontan ein. Das heißt, wenn ich einen Camper irgendwo hinbringe zur Reparatur oder im Winter parke, dann hast du ja eine Gebühr dafür, Kosten. Das heißt, wenn der jetzt 6 Monate da steht, zum Beispiel im Worst Case, wenn es lange dauert, dann hätte ja der Camping Verkäufer, Camperverkäufer die Möglichkeit, dir eine Standgebühr zu berechnen. Das heißt, es wäre ein wichtiger Grund. Ich würde mir dann den Kaufvertrag ins Auto oder in den Mietwagen legen. Ich würde auch alleine dahin fahren, nicht noch die Frau mitnehmen oder den Kumpel. Also wirklich alleine dorthin fahren, den Kaufvertrag mitnehmen und noch eine E-Mail vom Händler. Lieber Markus, herzlichen Glückwunsch, dein Wohnmobil ist in Hannover. Bitte hol das doch zeitnah ab. Ansonsten müssen wir dir ab dem 10. Tag Standgebühren berechnen. Das sollte ausreichen, um an jeder Polizeikontrolle erfolgreich vorbeizukommen. Ja, wie gesagt, wir haben schwere Zeiten, aber wir können auch nicht die Grundrechte bis ans Limit dehnen. Ja, also wir müssen unseren Verpflichtungen nachkommen. Und bei einem Kaufvertrag ist die Übergabe und die Abholung des PKWs natürlich eine Erfüllung, die wir leisten müssen. Mhm. Super, ja, das ist ein sehr guter Tipp. Das, glaube ich, hat jetzt dem Thomas auch sehr geholfen und Mut gemacht. Also insofern, Thomas, drücken wir die Daumen, dass dein Fahrzeug trotzdem bald kommt. Ich habe noch eine Sache und dann, glaube ich, hören wir wirklich auf. Ich habe hier vom Konrad noch eine Frage. Ich habe im Februar über Münchner Agentur Marokko-Fähre für 12.03. gebucht, also Vergangenheit. Da waren keine Anlandungen von Italien mehr möglich. Gibt es das Geld zurück? Wenn es eine Münchner Agentur ist, sollte das doch eher funktionieren, oder? So wie du es vorher gesagt hast. Das sollte funktionieren. Die Reise, es ist unmöglich gewesen, die Reise anzutreten. Es gibt eine Reisewarnung zu dem Zeitpunkt. Sollte das eine deutsche Agentur ist, muss die das erstatten und die holen sich das Geld dann dort wieder im Ursprungsland. Super, verstanden. Hey Gerion, das war's auch schon.
Herzlichen Dank. Das, glaube ich, hat uns allen sehr, sehr viel geholfen. Ich hoffe, euch da draußen auch. Es hat mir sogar wahnsinnig viel Spaß gemacht, obwohl das so ein rechtliches Thema ist, obwohl wir auch in einer schwierigen Situation sind. Aber ich glaube, am Ende muss man das alles, was heißt mit Humor? Mit Humor kann man es nicht sehen, aber man muss es irgendwie so sehen, dass es jetzt um andere Dinge geht. Jetzt werden kleine Dinge wieder wichtiger und ich glaube, gesellschaftlich ist das ja am Ende vielleicht gar nicht schlecht. Vielleicht nehmen wir da was mit. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Gehirn. Ich würde, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung dann deine Webseite verlinken. Dein anwaltliches Okay habe ich jetzt. Ja, absolut. Sehr schön. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich mit dem Camper-Tobi nochmal in die Sendung gehe und mit ihm das ganze Thema eben Fahrzeug abholen, besprechen und so weiter, dass da auch nochmal ganz viele Fragen kommen, die ins Rechtliche gehen. Vielleicht würde ich mich dann nochmal an dich wenden und dich bitten, dass wir dich da nochmal mit dazuziehen dürfen. Ja, sehr gerne. Also ich kann nur sagen, es ist auch für mich als Familienvater und auch eine extrem schwierige Zeit wie für uns alle. Und ich glaube, wir können da nur gestärkt und am Ende auch gesund hervorgehen, wenn wir uns alle helfen. Und nochmal, ich bin Mensch und Anwalt zum Anfassen und mir hat das unheimlich viel Spaß heute gemacht, auch wenn es unterm Strich ein ernstes Thema ist. Aber bei Anwälten sind eigentlich alle Themen immer ernst, weil die Menschen immer Hilfe brauchen, wenn sie zu uns kommen. Und ich glaube, es ist einfach unser Job zu helfen. Und ich habe jederzeit die Lust, mit euch was zu machen, wenn wir das terminlich hinkriegen. Ne? Super, herzlichen Dank dafür. Die Leute schreiben auch ganz, ganz lieb. Das freut mich total. Bedanken sich alle. Also richte jetzt auch nochmal an dich weiter. Das freut mich sehr. Wir sollen mit dem Format weitermachen. Das machen wir auch gerne. Ich würde jetzt dann gleich nochmal die Tipps einspielen, die wir von Gehirn bekommen haben. Aber Gehirn, ich habe noch eine letzte Frage an dich. Ja? Wenn dieser ganze Corona-Spuk vorbei ist, und wir aus dieser Quarantäne raus sind, wenn wir uns alle wieder wohlfühlen, was wirst du als erstes am liebsten machen? Ja, ganz einfache, spontane Antwort. Ich werde mit meiner Familie und allen, die ich kriegen kann, in Urlaub fahren. Also wir haben unsere Osterferien durch den Virus zerschossen gekriegt. Ich darf selber nicht reisen. Das heißt, ich habe die letzte Woche auch wirklich sehr viel mit Reiserecht gemacht, weil es einfach bei uns auch anliegt. Ich möchte in Urlaub, ich möchte die Sonne sehen und möchte auch nicht mehr drüber nachdenken, ob es unseren Eltern, Großeltern schlecht geht, sondern dass alles vorbei ist. Ja. Super. Ich habe gerade noch was gelesen, das will ich dir einfach noch mitgeben. Ja. Der Jo1965 Achim schreibt Top-Anwalt und macht einen Daumen nach oben. Das freut mich sehr. Das kann ich auch nur bestätigen. War wirklich toll. Vielen Dank für deine Hilfe und vielen Dank vor allem, dass du uns weiterhin auch deine Hilfe anbietest. Und ich würde sagen, liebe Leute, wir spielen jetzt einfach mal die ganzen Tipps von Gehirn nochmal ein. Wir haben 4 Stück an der Zahl und die würde ich jetzt einspielen, Gehirn, wenn das für dich okay ist. Ja, klar, gerne. Dafür habe ich sie gemacht. Gut, ja? Dann schieß mal los. Kontaktiert so schnell es geht den Reiseveranstalter. Dort, wo ihr euren Camper mietet, den Campingplatz, versucht eine Lösung zu finden außerhalb der juristischen Lösung. Versucht euch zu einigen, was möglich ist. Schaut nach, wo ihr gebucht habt. Nur wenn ihr in Deutschland gebucht habt, dann gilt auch deutsches Recht. Wenn ihr mit dem Wohnmobil unterwegs seid, schaut euch beim Auswärtigen Amt die Reisehinweise an. Nicht, dass ihr wohin fahrt und nachher seht, ihr könnt gar nicht an der Landesgrenze einreisen. Wenn ihr eine Reise gebucht habt, ein Wohnmobil gemietet oder einen Campingplatz reserviert habt, versucht in der heutigen Zeit, die Reise nach hinten zu verschieben. Es sind gefährliche Zeiten. Bleibt zu Hause, bleibt gesund. Auf Wiedersehen. So. Ja, so, liebe Leute, das waren jetzt nochmal die, wo muss ich hin? Boah, da, das, schaut mal, das kann ich alles gar nicht. Jetzt, hier muss ich hin. Das waren also jetzt die 4 Tipps von Gehirn an der Stelle.
An Gerhard nochmal ein ganz herzliches Dankeschön für die viele Zeit. Auch an euch da draußen, dass ihr zugeschaut habt, dass wir so viele Zuschauer waren. Das freut mich riesig, dass ihr so toll mitgeschrieben habt, dass ihr so viel Bestätigung gebt. Es wird jetzt natürlich noch mehr Live-Sendungen geben in Zukunft. Ich werde euch auf meiner Webseite, da müsst ihr mir aber noch eine Nacht Zeit geben, werde ich euch noch ein Programm formulieren, wo ihr genau sehen könnt, wann kommt was. In der Zwischenzeit poste ich das dann einfach wie gehabt auf Facebook oder hier auch auf YouTube. Und dann verpasst ihr keine Sendung mehr, wenn euch das Spaß macht. In diesem Sinne, ich lese da immer an der Seite noch ganz viel mit und kriege viel Bestätigung. Das freut mich sehr. Herzlichen Dank an der Stelle. Lasst super gerne ein Like da, wenn ihr sagt, das hat euch gefallen. Das würde mir natürlich auch sehr helfen. Das motiviert mich auch. Wenn ihr total wild seid und es noch nicht gemacht habt, lasst auch gerne ein Abo da. Das ist auch immer eine tolle Bestätigung. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist jetzt, lasst uns alle zusammenhalten. Bleibt da draußen alle gesund. Ich wünsche es euch. Ihr wisst ja, wenn ich sonst Filme mache, dann moderiere ich mal ab und sage, ich wünsche alles Gute und wünsche euch die besten Reisen. Kommt glücklich und gesund wieder zurück. Das muss ich jetzt ein bisschen umformulieren. Ich sage einfach mal, wir sehen uns bald wieder bei mir hier aus dem Homeoffice. Und bis dahin bleibt einfach gesund und bleibt mir, Gerion und allen anderen da draußen gewogen. Es würde mich und, glaube ich, Gerion auch sehr, sehr freuen. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Und ich werde jetzt auf Streamen beenden gehen und sage vielen Dank und gute Nacht, der Markus von Fan4Van. Ciao zusammen.